Moin! Herzlich willkommen hier zur Freitagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map 2-1 ohne Gräben. Wir sind immer noch dabei, Feld 45 ernten zu lassen. Vollautomatisch, hoffe ich. Hoffe, dass es geht. Wir schauen mal, wir lassen uns überraschen, wir beobachten das. Ja, heute Abend, Livestream, 19 Uhr. Hab ganz viele von der Warteliste eingeladen. Mal gucken, wer alles dabei ist. Um 12 Uhr heute Mittag weiß ich mehr. Dann gehen die Zugangsdaten raus für ein Teamspeak. Und ja, also die Leute von der Warteliste spielen erstmal noch nicht mit, sondern die kommen alle erstmal mit in Teamspeak. Und dann gucken wir mal weiter, was wir so machen und beschnuppern uns. Es sind eigentlich auch nur 4 Plätze tatsächlich zu besetzen. Wir haben aber 20 Leute, 14 Leute, die sich beworben haben. Einer hat schon abgesagt, dass er woanders mitspielt, dass er kein Interesse mehr hat. Und einer hat zwar noch Interesse, aber keine Zeit. Der bleibt dann weiter auf der Warteliste. Und alle, die sich bis heute 12 Uhr nicht gemeldet haben, ihr braucht euch auch nicht neu zu bewerben. Ich nehme erstmal keine neuen auf in die Warteliste. Aber alle die, die in der Warteliste stehen und die sich bis 12 Uhr bei mir melden, auf meine E-Mail, die ich denen geschrieben habe, die sind dann im Teamspeak heute Abend dabei. Ja, so einfach kann es gehen. Gucken wir mal, was er hier macht, ob das hier alles so funktioniert. Abladen. Achso, ne, der lädt nicht ab, der holt Weizen und bringt Weizen dann zum zur Brauerei. Was ich persönlich ja sehr sinnvoll finde. Der wartet, alles schön. Der wartet hier Abfahrer immer noch. Was geht hier ab? Nix. Arbeitet. Nix ab. Gucken wir doch mal hier bei unseren Abfahrern zu. Was die so machen. Ja, Sonntag 16 Uhr. Das erste Duell zwischen Experience und mir auf der NF Match Map, nordfriesischen Match Map. Ja, danach immer dienstags, donnerstags und samstags 16 Uhr, jeweils eine halbe Stunde. Ja. Kommt vorbei, guckt zu. Guckt bei mir zu, guckt beim Experience zu. Schaut, was er macht und schreibt mir das in die Kommentare. Spioniert für mich. Ja, gucken wir mal, wie das wird. Was wir da so machen. So, wo ist der andere Abfahrer? Da ist der andere Abfahrer. Das ist doch auch schön, dass der so schön abfährt. Voll abgefahren, finde ich. Schönes Wortspiel. Ja, wir gucken mal, was das so gibt. In der Zwischenzeit kann ich auch hinspringen eigentlich. Das, ich hatte euch ja erzählt, mein Safe Game war weg. Ich habe keine Ahnung, wo es geblieben ist. Aber also ärgert mich maßlos. Ich ganz ehrlich sagen. Aber
kann es leider nicht ändern. Wir machen hier jetzt erstmal die Vorgewände selber. Zuckerrüben hier einfahren. Während wir hoffen, dass unsere Ernte auf Feld 45 vernünftig läuft. Dann können wir hier nämlich auch gleich anfangen zu automatisieren. Ah, der Cargoline darf wohl im Verkehr feststellen. Sind ja auch nur noch zwei, die ich als Abfahrer laufen habe. Reicht völlig von der Zeit her. Die haben genug Kapazität. Und sind schnell genug. Den dritten habe ich jetzt als Zubringer genommen für die Brauerei. Und er lädt fleißig ab. Wie wir links oben sehen können. Gleich mal hier weg. Zuckerfabrik ist auch voll. Aber sowas von. So, ja, wie gesagt, Sonntag, erste Folge vom Match Experience gegen Friesenjung. Und mal gucken. Verfolgen da ein bisschen andere Konzepte oder ein bisschen andere Regeln als, sag mal, die Leute, die ich bisher gesehen habe. Also ich habe bisher mir eigentlich nur die Sachen von, einmal von Fat Action angeguckt. Was er da so macht mit seinen Leuten im Multiplayer. Und ich habe mir natürlich auch sein Projekt mit McManus angeguckt. Ach, egal. Ach, ich bin voll. Okay, nicht egal. Doof. Gar nicht richtig abtanken. Zumal ich noch gar keinen Abtanker habe. Den muss ich mir jetzt erst holen. Jetzt muss ich erstmal zum Hof fahren. Zum Hof springen. Boah, den können wir nehmen, ne? Ja. Wir spielen also wirklich alleine, wir haben keine Teams, sondern 1 gegen 1, wir haben kein Lohnunternehmen, gut, das hat Fehl in seinem Duell mit McManus auch nicht. Wo fahre ich eigentlich hin? Hier stehen doch meine Anhänger gar nicht.
bin auch sowas von durcheinander gerade. Wir benutzen allerdings dafür, dass wir, weil wir alleine sind, URL. Wir benutzen Cosplay, wir benutzen normale Helfer, wir benutzen GPS, wir nutzen eigentlich alle Hilfsmittel, mehr oder weniger, die uns so gegeben sind. Wir nutzen auch na, wie heißt es denn? Wir nutzen auch Game Extension, sprich, wir können dann auch mal eine Palette von Hand tragen oder einen Baumstamm. Ja, uns geht es einfach darum, dass wir. Muss ich das ja auch überlegen. Wir haben jetzt den. Heute ist der 21.09. Ja, in 2 Monaten ist LS19 draußen. Das sind vielleicht noch 8 Wochen, vielleicht 9 Wochen. Ungefähr. Sagen wir mal 8 Wochen. Das heißt, wir haben 24 Folgen, die wir spielen. Auch bis dahin. Von dem Match. LS19. Und das heißt, es sind 12 effektive Stunden, die wir spielen. Das ist nicht viel. Und deshalb haben wir auch die leichte Karte ausgewählt. Und wir haben... wir machen also die Zeitskalierung, haben wir festgelegt und so weiter. Nachts wird sie anders als tagsüber und so weiter und so fort. Aber das kennt man ja auch von anderen Matches. Ja, und daher gucken wir mal, wie das wird. Ich sagte vorhin schon, heute am Livestream, morgen am Livestream, Sonntag, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich nicht. Sonntag wollte ich ein bisschen an den Mods arbeiten. Ich muss noch jede Menge Let's Plays aufnehmen, weil ich wieder in nächster Zeit ganz wenig Zeit habe zum Aufnehmen. Und ihr sollt ja trotzdem immer eure Let's Plays bekommen. Ja, und dementsprechend schauen wir dann mal. Wenn ich Sonntagabend Lust und Zeit habe, ich habe ja auch mit X-Plane wieder angefangen. Es gibt noch keine neuen Videos. Ich mache aber jetzt einmal die Woche mache ich so eine virtuelle Flugschule mit. Boah. Gibt's doch nicht. Schaffst du das, ohne ins Wasser zu fahren? Schaffst du. So, mal gucken, wo er jetzt als nächstes dann hängen bleibt. Wir steigen auf jeden Fall wieder hier in den... in ihn hier ein. Fahren voll durch die Frucht. Also Fruchtzerstörung haben wir zum Beispiel im Match auch aus. Aber... einfach nur, um eben, sag ich mal, die Cosplay-Arbeiten zu vereinfachen. Aber wir werden natürlich trotzdem versuchen, jetzt nicht absichtlich irgendwie über Felder abzukürzen oder sowas, ja? Das gibt's natürlich trotzdem nicht. Wir werden euch in der ersten Folge auch mal unsere Regeln erläutern, die wir so für uns aufgestellt haben. Und dann gehen wir weiter. Wie ist denn das? Spielt ihr die Matchmap auch schon? Seid ihr da unterwegs? Streamt ihr vielleicht sogar? Oder habt ihr. Nehmt ihr es auf und zeigt es bei YouTube? Sagt doch mal Bescheid.
Ihr habt's gehört, die Zeit ist um für heute, für Freitag. Denkt dran, heute Abend Livestream im Teamspeak auch einige Anwärter, also Mitspieler-Anwärter sozusagen, also Leute von der Warteliste, die sich beworben haben. Und ja, dann entscheiden wir anschließend, wer denn mal zur Probe wirklich mitspielen darf. Und wenn das feststeht, dann entscheiden wir, wer dann auf Dauer dabei bleibt. So, schaut rein. Würde mich freuen, wenn ihr heute Abend dabei seid. Und morgen natürlich ganz normal 2 Folgen wie immer. In diesem Sinn sage ich ciao.